Und da sind wir auch schon wieder. Diesmal wollen wir Juniors Versteck ausfindig machen und hoffen natürlich jetzt hier ganz schnell auf eine Lösung. Ich weiß noch nicht, wo wir da anfangen am besten, aber ich habe so eine Schwäche für Casinos, deshalb gehen wir jetzt einfach mal ins Casino. Und gucken mal, ob wir bei Hurensohn nicht doch irgendwie... Ich werde dich umbringen. Ja, das will ich sehen. Glaube kaum. Du wirst es nie lernen. Ich glaube nicht. Boxer. Entschuldigung. Ich hatte hier gerade ein Problem. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Ach ja, wo wir gerade dabei waren, wir können ja auch eigentlich mal wieder unsere eigentliche Ausrüstung anlegen. Nichts gegen die schönen Stiefel und nichts gegen die Hose und so weiter, aber ich bin doch schwer dafür. Wobei mich die Maske doch irgendwie, die Maske finde ich cool. Ich glaube, die bleibt einfach mal. Die bleibt einfach mal da. Wir spielen jetzt eine Runde Zorro und gucken mal. So, wo müssen wir denn hin? Ah, wir sind auch gleich da. Ganz am Rand der Stadt. Im Territorium von unserem Lieblingsmenschen. Kein Durchgang. Hey. Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Hört mich an. Ihr wollt mich rein. Ich will meine Chance in der Arena. Komm rein. Wer hat das Sagen? Igor. Man nennt ihn Haken. Na dann. Wahrscheinlich hat er was. Was zum Teufel war das? Ein plötzlicher Anfall von Ehrlichkeit. Den Gang runter, dann links. Na dann. Hallo Igor, wo bist du Igor? Igor. Na los, mach dich bereit. Hör auf du zu bist klopfen. Dran. Ich bin du bereit. Du verhexelst noch die Arbeit. Oh, hallo Igor, wo bist du denn du Igor? Du denkst an die Abmachung, hoffe ich. Hab sein Igor. Schwert mit einem rostigen Verkauf. Igor der Haken. Nimm dich vor den Wachen in Acht. Wir hatten mehr vereinbart. Wir sind schlimmer als Gaunen. Hallo Igor. Ich brauche Arbeit. Was kannst du denn? Mit dem Schwert umgehen. Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Jemand muss die Leute kontrollieren. Menschenmengen können außer Kontrolle geraten. Jemand muss den Frieden wahren. Hm? Hast du irgendwelche Berufserfahrung? Ich töte Monster. Ich bin ein Hexer. Mein ganzes Leben lang töte ich Monster gegen Bezahlung. Menschen sind kein Problem. Eine Wache muss manchmal kämpfen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Die eigentliche Frage ist, ob du dich kontrollieren kannst. Und ob du die Menge kontrollieren kannst. Ich habe gelernt, meinen Herzschlag, meine Pupillen und meinen Stoffwechsel zu kontrollieren. Mein Medaillon vibriert in der Nähe von Gefahr und ich kenne ein paar einfache Zauber. Ich muss dich prüfen. Mal sehen, wie du kämpfst. Wenn du überhaupt kämpfen kannst. Na dann. Geh in der Arena kämpfen. Wenn du 3 Kämpfe überlebst, gebe ich dir Arbeit. Na dann. Na schön, kein Thema. Stell mich auf. Hab ich schon. Wir fangen sofort an. Oder musst du dich noch vorbereiten? Ach nein, bin bereit. Bin immer bereit. Wunderbar. Mal sehen, was du wert bist. Denk dran, es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das Publikum mag es nicht, wenn man den Gegner verschont. Kann losgehen. Na dann hoffen wir mal, dass wir auf nicht so schlimme Gegner treffen. Geldbörsen raus! Es werden Wetten angenommen. Aus dem fernen Osten, wo ein Menschenleben weniger wert ist als ein Becher Wasser. Ein Hexer, ein mörderischer Mutant. Na, dann nehmen wir doch jetzt mal unseren... Sein Gegner, Gustav Röhne. Ein Mann, der sich selbst aus dem Mutterleib befreit hat. Mit einem Messer. Wie immer, ein Kampf auf Leben und Tod. Oh. Hat das wehgetan? Boah.
Hoppa. Töte mich nicht. Ich hab Kinder. Töten. Du kanntest die Risiken. Richtig, mein Freund. Der Hexer hat gewonnen. Nächster Kampf. Und weiter geht's. Der Hexer gegen die haarigen Brüder. Direkt von den wilden Skellige-Inseln. Na. Ihr Vater war ein Braunbär. Sie leben, um zu töten. Na dann. Oh. Wow. Du Rabenfurz! Ergib dich, oder du endest wie dein Bruder. Niemals. Niemals. Na dann. Wirst es wohl auch nicht anders laufen. Der Hexer hat wieder gewonnen. War auch nicht so schwer. Nächster Kampf. Der Hexer tut, was er am besten kann. Auge in Auge mit Bestien. Oh, was kommt denn jetzt? Was ist er denn für ein hässliches Vieh? Oh nein. Ja, ein Viren. Was war denn gut gegen ein Viren? Da war doch was. Bestarium. Draconie. Orkos. Geister. Nein. Hybriden? Auch nicht. Verfluchte Wesen? Werwölfe? Auch nicht. Relikte? Mumun? Nein. Necker? Nekrophage? Ich würde sagen, es ist eine Bestie, aber ich bin mir da gerade schwer. Hopsa! Das ist ja aber fast schon. Au. Hopsa. Ich frag mich gerade. Silber ist jetzt wahrscheinlich nicht so angesagt. Hopsa. Was ein einfacher Kampf hier. Hallo, mein Freund. Monsterhirn, Monsterknochen, Monsterknochen und ein Bier. So, meine Freunde, was habt ihr denn dabei? Mehr Blut! Mehr Blut! Ihr wollt mehr? Lasst die Bestien los! Oh nein. Jetzt geht's los. Hi. Wow, das ist jetzt nicht mehr so witzig. Nicht witzig. Ups. Und tot. Wer ist denn Boris? Soll ich Boris loslassen? Boris, Boris, Boris! Oh nein! Boris. Nur für euch! Zum ersten Mal seit langer Zeit! Lasst Boris frei! Ach nein! Was kommt jetzt? Oh nein! Upsa. Hoppa, was haben wir denn noch so dabei? Ach, ein Teufelsboris. Ja, stimmt, da war er. Hei, hei, hei. Hoppa. Ah, Boris ist aber nicht so stark, wie ich dachte.
Opa, hallo Boris. Hallo Boris. Hi. Hi. Oi. Oi. Hi. Nicht gut. Komm, Boris. Los, lass mich weg hier. Hi, tut das mir leid. Boris. Und noch ein Sieg für den Hexer. Oh. Keine Gnade, keine Monster. Bravo, die hast du gründlich kalt gemacht. Man oh. hat mir gesagt, ein echter Schläger wäre in die Arena gekommen. Ist das zu glauben? Es stimmt. Danke. Danke. Cyprian Willi, den meisten als Hurensohn Junior bekannt, weiß ordentliches Handwerk zu schätzen. Also, genug geplaudert. Jetzt... Die Zwerge von Hacker sind in der Kanalisation. Sie haben die Wachen abgeschlachtet. Oh. Steh nicht rum wie ein verdammter Pimmel bei der Hochzeit. Ruf die Männer und mach die Zwerge nieder. Und würde bitte jemand den verfluchten Hexer töten? Hm. Ihr habt den Mann gehört. Tötet ihn! Ach komm. Immer das gleiche hier. Hallo meine Freunde. Schlechte Idee. Na komm her. Wo seid ihr denn? Verdammt nochmal! Jetzt alle gemeinsam! Tötet den Bastard! Au. Nicht gut. Du verfluchter Bastard! Los, auf ihn! Wir müssen ihn umzingeln. Flucht nochmal! Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Sei ernst? Ich soll jetzt die ganzen Kämpfe nochmal machen? Bitte nicht. Sag mir das jetzt bitte nicht. Ich kämpfe gegen 4 Bestien, 3 Gegner. Und ihr wollt mich jetzt nochmal abschlachten? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Zweite Runde. Zweite Runde. Ja. Hallo, meine Freunde. Willkommen daheim. Macht schon, verdammt nochmal. Na komm her. Das war's. Jetzt bist du dran. Dafür, dass ich dran bin, seid ihr ganz schön weit weg. Er ist ein Zauberer. Nein! Ich sag ja, dafür, dass ich... Schlitz dich auf, du Lump.
Nein. Jetzt links! Links! Wir können ihn nicht umbringen! Versuch's doch, du Schwanz! Jetzt geht's rum! Oh. Du bist so gut! Nee. Er hext gerade. Du ja. bist so gut wie tot! Tot, Igor. Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Oh. In sein Schwert rennen? Auge, da seid ihr doch großartig. Oh. Habt ihr es etwas wehgetan? Haltet euch die Augen zu! Fehler. Du bist so gut wie tot! Oh, das glaube ich nicht. Ich sollte dieses Loch durchsuchen. Danke. Als allererstes kommt mal Igors Leiche. Der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal. Oh, hier ist ja nichts mehr. Das ist natürlich bitter. Sehr bitter, sehr bitter, sehr bitter. Hier ist auch nichts. Okay. Dann durchsuchen wir doch dieses Loch einfach mal. So. Du bist so gut wie tot. So gut wie tot, ja, das wussten wir alle schon. Dass ich eh schon tot sein sollte. Aber bisher lebe ich noch sehr friedlich. Und sehr gut. Ach, kann ich ja nicht mal kurz schlafen? Tatsache. Sehr freundlich. Das ist sehr gut. So, was haben wir denn hier? Jetzt links! Links! Du wirst es nie lernen. Ach Gott, da ist natürlich... Ach, sowas ist doch Mist hier. Und... Entschuldigung. Upsa. Was haben wir denn hier? Ach, komm her. Ah, eine Nachricht von Igor. Altes Schlafwelle. Was haben wir hier? Ach Gott, hier haben wir ja nur... Ach, da hinten stehen ja noch ein paar Leute. Wotza, das war jetzt nicht so geplant. So, geht auch. Hallo. Hier noch irgendwas zu sehen? Nee. Finde das Versteck, ja. Die Dokumente, die ich gefunden habe. Was haben wir denn gefunden? Altes Schafsfeld? Nein, das ist es nicht. Nachricht von Igor. Da es in letzter Zeit einige Missverständnisse bezüglich der Wertgegenstände gab und zudem auch ohne den leisesten Grund Blut vergossen wurde, möchte ich hiermit versichern, das Geld ist in der Kiste unter Verschluss und in Sicherheit. Der blinde Idiot, der dachte, sie wäre weg, hat am falschen Ort nachgesehen. Geh den Gang runter, der vom obersten Obergeschoss zur Arena führt. Dreh dich, sobald du dem Rücken zum Gitter stehst und betrachte die gegenüberliegende Wand. Wenn du Augen im Kopf hast, findest du, wonach du suchst. Ich betone noch einmal, dass Hurensohn Juniors Kronen nicht angerührt wurden und kein einziger Körper fehlt. Ich wette meinen Kopf, dass das Geld noch immer dort ist und darauf wartet, abgeholt zu werden. Okay. So, ich habe jetzt das geheime Versteck vermutlich von der Kiste gefunden mit dem Geld für Junior aus der Arena. Wenn ihr hier aus der Arena rauslauft, ist das gar nicht so schwer. Ihr geht auf die Hexersinne, seht da unten, oh, da sind Schleifspuren, Papa. Hier vorne ist eine Fackel, die macht die gleich auf. Ach, komm. Seltsam. Und schwupps.
haben wir hier ein großes Versteck. Und da wir ja wissen wollen, was da drin ist. Hier ist ein mysteriöser Brief und Geld. Soweit zu diesem kleinen Versteck. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Danke.